So, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Bevor ich jetzt wieder kämpfe, möchte ich mal schnell das Collecticon erweitern. Das hatte ich beim letzten Mal nämlich ziemlich vergessen und wir haben ja auch ein paar Items gesammelt. Nein? Was eins? Nun gut. Zumindest haben wir eine Kategorie voll und noch ein Item erhalten. Und ich wollte gucken, ob wir noch Ausrüstungsteile bekommen hatten. Wir könnten... Ja, was könnten wir denn machen? Haben wir Items erhalten, die uns weiterbringen? Ich weiß es nämlich nicht genau, die Kampfrüstung. Die sollten wir Ryan anlegen, da sie eine hohe Abwehr hat. Höhere als jetzt zumindest. Stulpen, Karawanenstulpen sind auf jeden Fall auch stärker. Ryan müsste das ausstatten, da er ja meistens die meiste Damage abbekommt. So, jetzt mal zu Schalk meine ich natürlich. Dem können wir hier nichts verpassen. Hier hat er eigentlich auch eine gute Ausrüstung. Und dann waren, ich denke mal, hat nicht die beste Ausrüstung. Ich habe eigentlich gedacht, er hat eine relativ starke, schon von Haus aus. Aber anscheinend nicht. Eine Schwimmhose. Nein, auch nicht. Ein Stiefel, nein. Okay, gut. Dann würde ich bloß noch ein paar Ätherkristalle anfügen. Vielleicht bei Ryan die Agilitäten. Bei Schalk Heilung. Nein, Äther natürlich. Äther, damit die Heilung von ihm stark ist. So meine ich das. Gut, hätten wir das. Und haben wir auch genug Punkte? Genau, dann verstärke ich nochmal den Rückschlag. Und das Schattenauge. Das Schattenauge, was das bewirkt, erkläre ich dann gleich noch. Im Kampf. Bei Ryan den Niederschlag. Damit sich die Zeit etwas verlängert, wo der Gegner am Boden bleibt. Und ja, Hammerschlag. Für Damage. Bei Dunban haben wir nichts. Okay, dann haben wir auch jetzt wieder alles erledigt, was ich erledigen wollte. Und dann können wir erstmal kämpfen. Genau, und jetzt... Genau, das Schattenauge bewirkt nämlich, dass die Gegner sich von uns abwenden und dass unsere physischen Techniken etwas verstärkt werden. Das heißt, wir machen mit unserem Rückschlag und, wie heißt das? Die Schützklinge machen wir mehr Damage. Und ich glaube auch, der Klingenstrom ist eine physische Technik. Bedeutet also, wir machen mehr Damage und die Gegner sehen uns nicht, was natürlich für die Techniken, die eine Stellung erfordern, sehr gut ist, da wir uns gut gegen Gegner positionieren können. Hier haben wir Karawanenschmuck. Ich glaube, ich gucke dann gleich nochmal, ob das bringt. Erstmal zerlege ich die restlichen Mekon-Dunes noch im Weg stehen. Aber das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Normal wäre es mit dem Modado ja echt mega Damage machen. So, wir haben eine Sammelmission erfüllt. Was für ein Sammel-Item jetzt eigentlich? Ich bestätige einfach mal. Ach, Hasendiode, okay. Gut, freut mich. Haben wir doch gerne gemacht. So, ich glaube nochmal den anderen Mekon hier mit an. Und zauber mal meine Kuppe, damit die auch damit machen können. Und ich befasse mich jetzt mal mit dem Mekon M82. So, zack. Also mal ernsthaft, mit dem Monado sind die Mekon ja auch keine Gegner mehr jetzt. So, das sammeln wir ein. Was haben wir hier? Auspuff. Und das, jetzt bringe ich bloß nochmal, jetzt gucke ich mal, ob der Karawanenschmuck irgendjemanden was bringt. Die Pestis Cup ist wahrscheinlich stärker, oder? Nein? Dann sollten wir sie aber Ryan anlegen. Wie gesagt, er zieht meistens viel Damage und dann sollte er lieber eine stärkere... Ach, dann man, können wir das gar nicht anlegen, okay. Schau, bringt dann die Leichtkappe, bringt was? Ist eigentlich ziemlich egal, aber da wir hier noch einen Sockel haben, mit der Ether hoch, ist das vielleicht besser. So, und ich würde sagen...
Hier wird gleich wieder was passieren, also ich bin mal wieder kurz weg. That makeup, it has a face. That don't mean nothing. That's right. Not when we have the Monado. Okay, dann geben wir es gegen das Eisengesicht. Ich bin ja mal gespannt. Das Monado macht keinen Schaden anscheinend. Ich kann es ja mal mit der Verzauberung probieren. Oder mit Techniken, aber sieht schlecht aus. So, auch der Rückschlag bewirkt nicht allzu viel. The Monado! It's not working! Oi! What do you mean? How can that be? The Monado should cut through Mekon with ease. What is that light? Other Mekon don't have that. Could that light be why the Monado has no effect? Sure! Right! Get down! Stay back! I'll take it from here! No! You can't take anymore! Everyone! Get away right now! Fiora! Fiora! Get back! I won't let you hurt any more people. We will save Colony 9! Fiora! Get out of here! Run! Gesicht Mekon umwerfen. Monado-Angriffe wirken nicht auf Mekon mit einem Gesicht. Versuche sie ins Schwanken zu bringen und dann umzuwerfen, um ihnen anschließend Schaden zufügen zu können. Gegner durch Angriffskette ins Schwanken bringen. Durch normale Angriffstechniken lassen sich große Gegner nur schwer ins Schwanken bringen. Verwende in einer Angriffskette Techniken mit entsprechenden Zusatzeffekten und der Gegner wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Schwanken geraten. Alles klar, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ja, was ist gerade passiert? Das ist natürlich, scheiße. Fiora scheint ja tot zu sein. Und ich glaube, wenn man mit solchen Krallen durchbohrt wird, tja,
Ist da nicht mehr viel Hoffnung, ne? So, was machen wir denn jetzt am besten? So, wir müssen aber erstmal auf den Kampf jetzt konzentrieren hier. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Okay, scheint gut zu gehen. Fiora. The breeze feels so good. Yeah. I'd forgotten what it feels like. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. So peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this, always. Hey. Have you been to see Dunban? Yeah. I just can't do it. You got more guts than me. Not at all. It was him that consoled me. Oh. I guess that's the type of guy he is. Yeah. Even without the Monado, he's the strongest person I know. Shulk, how are you holding up? I'm fine, but you... I will shed no tears. Huh? A year ago, I felt the same sense of deep loss that I do now. The Battle of Sword Valley. After that battle, many of my friends did not make it home. While I was being brought here on that stretcher, they were all I thought about. But I decided I would not cry. Everyone who died in that war had something they wanted to protect. Family, friends, loved ones, their home. So they fought to protect them. And we won. No matter how painful, no matter how hard, it's nothing to be sad about. I decided that there and then. Dunban. Shulk, Fiora would tell you the same thing. She wanted to protect us. Or rather, she wanted to protect you. And you're alive now, so I will not cry. Okay. Remember the gift of life that Fiora gave you, and treasure it. I can't say that I understand, but I hope to, someday. That is all I ask. Believe me, I'm always just trying to understand. Trust.
treasure the gift of life that Fiora gave you. He's one of a kind, that Dunban. I've made a decision. Huh? My purpose in life. I will pursue that faced Mekon. Shulk. They attacked our colony. Kill Fiora. I will find that Mekon. Find it and destroy it. Destroy them all. What are you laughing at? Sorry. It's just a bit weird. I never thought you'd be the one to say it. So you agree? Of course, man. I'm just surprised you came out with it first. You thought I'd try and talk you out of it. That's not what Fiora would want. That sound right? Yeah. Something like that. I thought you'd give me a hard time. In my head, there are two versions of me. One of them is saying that. It's telling me, listen to what Dunban said. What about the other one? It keeps shouting, make them pay. Destroy every single one of them. And it won't stop getting louder. That doesn't sound like you. Sure, it ain't my voice in there. Might be. It's a bit of a loudmouth. There you go then. So, when are we heading off? Right now. Perfect. Right then. Yeah. Look after yourselves, boys. As soon as this heals, I'll be right behind you. And then we will seize our destiny. Together.